auf Play, mein Freund. Hast du? Ach, du hast schon auf Play gedrückt. Okay. Hallo Leute, hier ist Casey. Das ist das offizielle Unboxing. Es wurde danach verlangt, also mache ich das einmal für euch. Das hier ist mein Album. Das tue ich jetzt erstmal zur Seite, weil das haben wir gleich in der Box sowieso auch noch mit drin. Ich fange jetzt erstmal an mit der Vinyl. Ich habe unter den Kommentaren gelesen, was ist eine Vinyl? Vinyl ist eine Schallplatte. Damals hat man noch auf Schallplattenmusik gehört. Heutzutage ist es mehr so ein Fan-Ding und so ein Sammler-Ding. Leute, die Bock drauf haben oder DJs, Leute, die das mixen wollen oder die das einfach nur stehen haben wollen. Dafür gibt es diese Schallplatte. Ich werde das hier einmal unboxen. Batz, batz. Ich kann euch leider nicht beschreiben, wie sich das anfühlt, aber es fühlt sich sehr gut an. Banger Musik präsentiert, Casey Rebel. Abstand. Hier mit Tracklist und so. Übrigens, muss ich dazu sagen, ich pack's auch gerade zum ersten Mal an. Ich habe es selber noch nicht gesehen, aber ich weiß, dass es rot ist. So sieht das Ganze nämlich aus. So darf man das natürlich nicht halten. Man hält es so. Auf jeden Fall krasse Design. Die sind streng limitiert. Davon gibt es nicht viele. Ich weiß nicht genau, wie viele es davon gibt. 4444 oder 3333 oder 2222. Die sind auf jeden Fall streng limitiert. Davon gibt es einmal das Album. Genau, das Album. Und Instrumente? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, das kann man noch so aufklappen. Ja, so aufklappen und dann hat man hier auch noch ein bisschen Material. Und hier ist auf jeden Fall noch die zweite Schallplatte. So, kommen wir zur Box. Also Leute, Vinyl, bestellt euch die vor, die ist streng limitiert. Davon gibt es nicht viele. Es werden davon auch keine mehr gemacht, damit ihr das wisst. So, hier haben wir die Box. Die Box ist ein bisschen größer als normale Boxen, wie ihr sehen könnt. Ne? Allglatt verpackt, Casey Rebel, Abstand. Machen wir einmal auf. Was haben wir hier? Hier haben wir das Album. Das Album werde ich jetzt nicht auspacken, weil ich denke, das sollte so ein bisschen special bleiben, was es da alles drin gibt. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, hier ist schon mal die DVD mit drauf und das Album. Ja? Die Live-DVD übrigens. Fata Morgana Live-DVD. Also das ist schon mal das, was denn? Das ist da drin. Nein, nein, nein. Die Live-DVD ist hier drin. Da ist noch eine DVD drin. Ja. Aber hier gibt es auf jeden Fall das Album und die Live-DVD. Da machen wir das mal auf. Hier ist irgendwo ein FSK-Scheiß. Das muss drin sein. Hier haben wir die Rebel Army EP. Mit 5 Songs. Hier haben wir alle Instrumentals. Hier haben wir die DVD Roadtrip. Ja, meine Roadtrip-DVD. Hier haben wir das Rot-Camouflage-T-Shirt. Komm, ich pack's einmal raus, damit ihr auch seht, worauf ihr euch hier einlässt. Batz. Unglaublich. Und jetzt kommt das Krasse. Sogar eine Cappy noch mit Patch. Nicht mit irgendwelchen komischen Aufklebern. Hier ist ein Rebel-Aufkleber drauf. Ja? Oder wenn ihr hier an der Seite guckt, mit einem richtigen Anstecker, Banger Musik Abstand, Rebel Army Edition. Also wirklich unglaublich. Die Farbkombination ist perfekt. Man kann es zusammentragen. Killer. Dann haben wir hier einen Heckscheibenaufkleber. Das kann man so an Auto oder so kleben. Auf jeden Fall auch fresh. Ich habe so einen Heckscheibenaufkleber noch nie drin gehabt, als so einen kleinen Special. Und wir haben noch ein Poster. Und das Poster habe ich euch ja schon gezeigt. Das hat etwas ganz Besonderes und zwar, ach du Scheiße, ist es zerrissen. Also ich habe es gerade zerrissen. Einmal mich ganz normal drauf, ne? Casey Rebel Abstand. Und auf der anderen Seite, damit wir unseren Erfolg, unseren gemeinsamen Erfolg auch gemeinsam teilen. Wie als wenn ihr eine goldene Schallplatte an eure Wand gehangen hättet. Ja, das ist meine Box. Die Box ist ausverkauft leider. Aber trotzdem schön zu sehen einmal, was alles drin war, für die Leute, die es nicht ergattern konnten. Aber ich muss dazu sagen, in den Läden gibt es noch streng limitiert einige Boxen, einige wenige Boxen, die ihr euch noch holen könnt. Da müsst ihr aber schnell sein, am Release-Tag am besten. Aber Leute, lasst euch auch nicht verrückt machen, auch wenn ihr keine Box bekommt.
weil es geht einzig und allein eigentlich nur darum. Und diese ganzen Sachen sind schön, ja, also ich versuche mir wirklich, ich versuche einfach nicht, dass ich an einer Box reich werde, sondern ich verdiene ja sowieso auch ein bisschen Geld daran, aber ich versuche das einfach geil anzulegen, dass die Leute einfach geile Sachen mitbekommen und nicht irgendein Schwachsinn. Hier habt ihr halt eine Cap, hier habt ihr ein T-Shirt, coole Gimmicks, aber es geht einzig und allein darum. Und das kann dem Preis niemals gerecht werden. Also ich finde, das Ding so, allein deswegen kann man schon mal Geld ausgeben, weil das Album wirklich unfassbar ist. Deswegen, wenn ihr keine Box bekommt, nicht den Kopf in den Sand stecken. Das Wichtigste ist, dass ihr das Album habt. Abstand, 25.11. In diesem Sinne, mach's gut!